Hallo und zurück zur schönen Rutschpartie Uncharted 4. Ich hoffe, das meiste Rutschen haben wir jetzt hinter uns. Es war ein bisschen nervig. Aber ich glaube, wir müssten jetzt bald am Ziel sein. Und zwar bei der am höchst gelegenen Punkt von der Burg. Schauen wir mal. Okay, die Rutschpartie, glaube ich, geht weiter. Da ist das Schlafraumtor. Was? Oh, ich will da nicht wieder. Ich will jetzt irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube, hier muss er weiter. Okay, jetzt sind wir schon mal hier oben. Ach du Scheiße. Bist du bereit? Okay, ich sehe schon. Oh. Geschafft, Leute. Ja, mach mal, Bruder. Los. Zeig, was du kannst. Oh, sehr gut. Daran könnte ich mich gewöhnen. Hey, hilf mir mal. Und hoch. Zieh. Okay, ich glaube, jetzt werden bestimmt gleich wieder Gegnermassen kommen. Mensch, das ist ja der Hammer. Willkommen im Schlafraum. Sie haben einen neuen Tagebucheintrag. Mutmaßliche Ruhestätte eines gewissen Henry Avery. Suchen wir das Grab. Okay. Hey Nathan, sieh mal. Bei dem sind zwei Entermesser. Wie bei der Schriftrolle vom Kreuz. Lass mal sehen. Aber die Daten stimmen nicht. Gut. Eins hätten wir. Bleibt noch so viel zu tun. Okay. Lass mich raten, das ist bestimmt wieder irgendein Rätsel jetzt. 1659, 1699 ist das Geburts- und das Sterbedatum. Okay, schauen wir mal. Okay, gekreuzte Entermesser, Piratensymbol und die Daten 1659 bis 1699. Wir brauchen einen Grabstein mit allen dreien, dann haben wir es. Ah, okay. Dann finden wir ein paar Gräber. Los. Schauen wir mal. Das ist nicht. Hey, sieh mal hier. Tempus edax rerum. Die gefräßige Zeit. Mann, echt gut drauf, die Leute hier. Denk mal, was wir jetzt das Grab finden müssen. Gekreuzte Schwerter, aber kein Piratensymbol. Ach, Mist. Okay, aber schauen wir uns mal auf den Friedhof um. Wie irgendwo so ein Grab findet mit den Daten. Oh, die Schwerter passen. Mal sehen. Nein. Nee. Die Daten sind falsch. Ja, so ein Piratenfriedhof oder was? ...1659 bis 1699. Was könnte es sein? Das Datum ist korrekt, aber die Schwerter... Ah, okay. Leider falsch.
Das stimmt auch nicht. Vielleicht kann ich angucken. Oh komm. Du, sie können es trotzdem. Nein, falsches Datum und die Schwerter passen nicht. Ja, die Schwerter passen. Das ja auch. Sam, komm her. Hast du Jackpot, Baby. Da, Benjamin Bridgman. Das ist Averys Deckname. Aber irgendwas an dem Schädel stimmt nicht. Als gehörte er nicht zu dem komm, Stein. Drück doch mal, Rentsch. Seltsam ist, dass das nicht Averys Siegel ist. Hm, ja, der Schädel schaut nämlich nicht zur Seite. Was ist das? Sehr geil gemacht. Ich bin schon lange bereit. Okay, dann gehen wir doch mal hier rein. Sieh mal an. Mal sehen, was wir hier haben. Unterirdische Tunnel auf jeden Fall. Das ist eine Gruft. Eine Gruft hinter einer Geheimtür? Die Geheimtür wurde bestimmt später eingebaut. Als Beuteversteck. Tja, Daumen drücken. Hier sind bestimmt irgendwelche komischen Nagelfallen oder sowas. Gibt's etwas? Sie haben einen Schatz gefunden. Da sind sie ja alle. Jesus, dies Mast zur Linken. Reumütiger Dieb. Gestas zur Rechten. Böser Dieb. Ah, okay. Von links nach rechts, oben nach unten. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Cool. Ich hänge hier nur so rum. Viel Spaß, Leute. Diesmal, guter Dieb. Jesus. Gestas, böser Dieb. Okay. Avery hatte eine Vorliebe für den heiligen Dismas, hm? Tja, Avery hielt sich für einen guten Dieb, oder? Er hat nur nicht-britische Ungläubige ausgeraubt und ermordet. Das ging damals wohl als gut durch. Gut genug. Okay, kann ich hier irgendwas machen bei dem? Sieht nicht so aus. Okay, dann gehen wir mal weiter. Oh, was ist denn das? Hey, Smokey, ich brauch mal dein Feuerzeug. Hey, du verletzt meine Gefühle. Ach, nicht so sehr wie du deine Lunge. Danke, Vater Duffy. Ach, das ist doch mal was. Das Licht kommt von der anderen Seite der Mauer. Wollen wir doch mal sehen. Hä?
Hä? Ich kann die Lichter ausrichten. Ach so, okay. Oh, das gefällt mir. Hey, na bitte. Na, das stimmt nicht. Ich glaube, man muss da zwei immer drin haben. Da muss man halt jetzt schauen. Okay. Okay, die sind eins. Ja, warte mal, da muss ich jetzt erstmal das andere schauen. Oh, das ist auch eins. Hä? Ne, sind zwei, okay. Wow, verbinde die Punkte. Ich glaube, das ist falsch. Ja, das weiß ich auch. Hier habe ich jetzt plus einen. Das ist es nicht. Es müssen praktisch alle miteinander verbunden sein. Nee. Okay. Oh Gott, das kriege ich ja niemals hin. So, da habe ich hier nochmal. Das sind praktisch zwei. Ich glaube, das stimmt. Okay. Jetzt die zwei. Das ist es nicht. Okay, jetzt warte mal, ganz ruhig bleiben. Ich gehe nochmal darüber. Oder auch nicht. Also. So, jetzt fehlt mir. Den habe ich. Jetzt fehlt mir nur noch der. Das müssen ja eigentlich die zwei sein, oder? Ja. Geschafft. Du hast es. Okay, schauen wir mal, ob die Tür jetzt aufgeht. Sieht wie ein Sternbild aus. Ja, die Waage. Die Waage der Justitia. Eine interessante Wahl für ein paar Piraten. Okay, probieren wir es mal. Sesam, wow. Falscher Schatz. Schöne Aussicht, aber kein Schatz. Nein, aber... Siehst du die Kreuze?
ja. Ist das eine Höhle da unten? Ja, ich glaube, Avery will uns sagen, wo es als nächstes hingeht. Es gibt hier aber ein Problem. Wenn wir hier lang zurückgehen, müssen wir zur Kathedrale. Und zurück zu Rafe. Mist. Na dann, lassen wir ihn nicht warten. Okay, Leute. Ob wir dann Rafe in der nächsten Folge treffen, das schauen wir uns auf jeden Fall an. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen oder auch über ein Abo. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, euer Andi.